hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Moin Moin und alle herzlich willkommen zur 67. Sendung der modernen Kriege. Ja, eigentlich ist es mehr als die 67., weil die 63. hat bis jetzt, glaube ich, inklusive L Sendungen bekommen, wobei eine zu viel ist. Das müsste eigentlich wieder die Extrasendung von dem Kra sein, wo wir heute eigentlich auch noch drin sind, um dann wieder zurück auf 63 zu gehen, im Stundismus weitermachen. Aber ich habe schon aufgrund der PDF gesehen, die Gerald mir gerade durchgeschickt hat, dass wir heute anscheinend mit einem sehr bekannten Ritterorden Bekanntschaft machen, den wir bis jetzt eigentlich aus ganz anderen Gegenden kannten als aus Russland. Und von daher bin ich mal interessant, was der Gerald so zusammengetragen hat. Und der Marius hat auch gesagt, dass er uns mit seinem Schlusswort aus der Bibel heute mal überraschen möchte. Und da habe ich gesagt, jetzt werde ich euch auch mal überraschen, weil ich komme jetzt mit etwas, das habe ich vorher meinen beiden Brüdern auch nicht mitgeteilt. Und zwar ist das so, dass wir haben hier ja jetzt die PDFs der Lesung, da gehen wir gleich zu. Ich habe aber hier jetzt noch ein anderes PDF, das ich mal eben aufmachen möchte. Und ich möchte aus diesem neuen Werk, das ich demnächst mal vorlesen werde, also ich hatte ja eigentlich gesagt, auf dem deutschen Kanal kommt erst das Evangelium in Russland oder so, dieses Buch da mit knapp 40 Seiten, was mir der Gerald mal besorgt hat, ne? Siehst du das Evangelium in Russland, ne? Also ich habe dir so viele Bücher besorgt. Ja, das ist manchmal schwer. Meinst du das Kreml- und Vatikan-Buch? Nee, ja, Kreml und, ich weiß, ja. Nee, Kreml und Vatikan, das lese ich ja so im Auto. Hier, das Evangelium in Russland, das hier. Ach ja, so, das ist ja, und da ist hier das PDF mit OCR, das ist das hier. Ja. Okay, gut. Also so ist eben Live-Video, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. So einfach ist das, so ist das, wenn man das nicht plant. Ich habe aber vor einiger Zeit ein wundervolles Buch gefunden in Englisch. Das kommt, glaube ich, von einem Ministerium aus Neuseeland, / Australien, da unten die Ecke. Von einem Autoren, der heißt Chris Sparks, und das heißt im Englischen The Cosmology Conflict. Wenn man das dann ins Deutsche übersetzt, ist der Kosmologie-Konflikt. Nun habe ich mich dafür sehr interessiert, weil ich schon seit Jahren von Menschen immer angesprochen wurde von Ey Jörg, die Erde ist doch flach, was hältst du davon? Ey Jörg, die Erde ist doch rund, was hältst du denn davon? Und ich habe da nie irgendwelche Dinge zu gesagt, weil ich immer der Meinung war, flache Erde, runde Erde, Ballerde, wie auch immer man das nennen will, fliegen wir durchs Weltall oder sind wir fest verankert
im Universum, als Zentrum des Universums oder wie auch immer. Ich habe mich da nie zu festgelegt, weil ich die Sache einfach nicht studiert habe. Ich habe mir nur immer gesagt, ich bin eigentlich ein Verfechter der biblischen Erde. Und daraufhin hat dann die Renate dieses englische Buch, das ich ihr gegeben habe, übersetzt ins Deutsche. Und ich habe das dann editiert, also mit weiteren Fußnoten versehen, kleine Fehler daraus geholt, Texte ein bisschen verändert. Und jetzt sehen wir hier auf dem Bild einmal das bekannte Bild der Erde hier. Und hier sehen wir etwas, wo es von mir ausgebreitet ist. Hier sehen wir auf einmal, oh, was ist das denn? Da ist ja die Erde hier unten und da ist Wasser da drüber und Wasser da drunter und Wasser an der Seite. Und wie kann das denn? Und die Säulen, das sind keine Elefanten hier, ne? Das sind die Säulen, die im Wasser stehen. Ja, es gibt eine biblische Erde. Wir haben das Buch also übersetzt, besser gesagt, die Renate hat das gemacht. Der Titel also der Kosmologiekonflikt, eine biblische und historische Betrachtung der Form der Erde. Und das hier ist eigentlich das ganz Wichtige dabei, eine biblische Betrachtung der Erde. Also Leute, die behaupten, die Erde ist flach und Leute, die behaupten, die Erde ist ein Ball, die berücksichtigen an erster Stelle überhaupt nicht das, was überhaupt die ganze Wichtigkeit dieser ganzen Sache zementiert, die Bibel. In der Bibel steht ganz klar drin, was unsere Erde ist. Ja, und ihr seht hier, Earthen Vessel Stock AU, also AU Australien, das sind aus Australien, kommt dieser Chris Barks. Wie gesagt, deutsche Übersetzung von der Renate, editiert von mir, und dann habe ich mich dazu verlassen und habe ein Vorwort geschrieben. Und dieses Vorwort möchte ich, auch wenn es jetzt mit dieser Serie selber nichts zu tun hat, doch mal vorlesen, um das Interesse für Leute zu wecken, die, wenn dieses Evangelium in Russland gelesen ist auf dem Rheindeutschen Kanal, vielleicht auf dem Rheindeutschen Kanal Interesse haben, diese Lesung über die biblische Erde zu folgen. Deswegen könnt ihr jetzt euch mein Vorwort anhören, das ich geschrieben habe. Als ich noch zur Schule ging, war ich gut im Aufsätze schreiben. Jetzt, 40 Jahre später, versuche ich mich an das Vorwort eines Buches, das an sich gar nicht so wichtig erscheint, jedoch in der Komplexität der Dinge eine wichtige Rolle spielt. Bibelgläubige und treue Christen wissen, dass diese Welt von dem Geist der Lüge regiert wird. Jedoch passiert nichts, was der Schöpfer nicht zulässt. Er, unser Vater im Himmel, Yahweh of Yahuwah, wie immer man das aussprechen möchte, hat die komplette Kontrolle. Wer sich nun fragt, warum er dies alles zulässt, der hat die Bibel nicht verstanden. Und hier ist auch nicht genug Raum, dies zu erklären. Was mich jedoch motiviert, dieses Vorwort hier zu schreiben, ist die Wichtigkeit der Zusammenhänge, dem Leser dieses Buches oder Zuschauer der vorgetragenen Lesung zu verdeutlichen. Der Teufel, Satan, Beelzebub, hat sich zum Ziel gemacht, die Menschheit zu vernichten. Er ist diesem Ziel einen bedeutenden Schritt näher gekommen, als er die erste Frau auf dieser Erde, Eva, vom Wort Gottes wegführte und diese dafür sorgte, dass auch ihr Ehemann, Adam, ihr in den Abgrund folgte. Durch den Ungehorsam des einen wurden alle in die Sünde geführt, aus der es nur einen Ausweg gibt. Nun ist es verständlicherweise für den Teufel von unfassbarer Wichtigkeit, den Menschen eben diesen Ausweg zu versperren, so dass am besten niemand gerettet werden kann, sondern alle Seelen für immer verloren gehen. Dafür macht der Teufel Gebrauch von seiner stärksten Waffe, der Lüge. Und die Fußnoten, wie ihr seht, sind hier bestätigende Bibelverse zu dem Gesagten. Die Lüge kann jedoch nur effektiv wirken, wenn die Menschen die Wahrheit nicht kennen. Also setzt er, der Teufel, alles daran, die Menschen vom Lesen des Wortes Gottes abzuhalten. Die römisch-katholische Kirche, die sich als Christentum in dieser Welt fälschlicherweise ausgibt, hat das Wort Gottes, die Bibel, jahrhundertelang den Menschen unzugänglich gemacht, den Besitz und das Lesen darin mit Todesstrafe belegt, und als sie die Verbreitung der Bibel nicht mehr aufhalten konnte, hat sie begonnen, die unterliegenden Texte zu verfälschen und korrupte Übersetzungen in Umlauf gebracht. Damit jedoch bei weitem nicht genug. Der Angriff auf die Wahrheit erfolgt auf allen Gebieten, die den Weg, die Wahrheit und das Leben, der, wie wir wissen, Jesus Christus ist, uns verkündet. Die römisch-katholische Kirche sorgt mit Falschlehren dafür, dass die Menschen einem anderen Jesus als dem aus der Heiligen Schrift folgen. Welche Falschlehren sind das denn? Erstens,
Futurismus. Zitat: Futurismus ist eine christliche eschatologische Sichtweise, die Teile des Buches der Offenbarung, des Buches Hesekiel und des Buches Daniel als zukünftige Ereignisse in einem wörtlichen, physischen, apokalyptischen und globalen Kontext interpretiert. Ende Zitat. Und Brunnen des Zitats steht hierbei. Um es kurz zu erklären, wird hier die Arbeit des Jesuiten Francisco Ribera aus dem Jahre 1590 als Grundlage genommen, um in der Vergangenheit bereits erfüllte Prophezeiungen aus der Bibel in die Zukunft zu legen, um dafür zu sorgen, dass der biblische, historische und prophetische Antichrist, das Papsttum, nicht mehr als solcher identifiziert wird. Außerdem wird durch die falsche Auslegung des Buches des Propheten Daniel in Kapitel 9, im Besonderen die Verse 24 bis 27, das Erfüllungswerk Christi am Kreuz geleugnet und die Figur eines fiktiv zukünftigen Antichristen an seine Stelle gesetzt. Dieses Thema wird sehr ausführlich von mir besprochen in der Lesung und Besprechung des Buches Der Israel-Betrug aufgeklärt, von dem meine Zuschauer wissen, der Israel-Betrug aufgeklärt ist das folgende oder dritte Buch, das ich lese in der Serie Ja, sollte Gott gesagt haben, das mit der Trinität beginnt. Die Essenz, fährt das Vorwort fort, ist im Grunde, dass Jesus Christus die 70. Jahrwoche der Prophezeiung aus Daniel 9, Kapitel 9, Verse 4 bis 27, durch sein erstes Kommen komplett erfüllte und eben diese prophetische Woche nicht in der sogenannten Endzeit stattfindet. Es gibt keine, Zitat, Entrückung der Kirche Jesu von der Erde, Ende Zitat, und keine siebenjährige Trübsal, wie so erfolgreich von falschen Kirchen, nicht nur der römisch-katholischen Kirche, gelehrt wird. Zweitens, Trinität oder Dreieinigkeitslehre. Historische Fakten belegen den Einzug der Dreieinigkeitslehre in die sogenannte christliche Kirche ab dem 3. Jahrhundert nach Christi, mit dem Konzil von Nicäa in 325 als ersten, dem Konzil von Konstantinopel in 381 als folgendem Höhepunkt dieser unbiblischen Falschlehre. In dem Buch Geschichte über die Entstehung der Lehre von der Trinität, also Dreieinigkeit in der christlichen Kirche, werden diese leicht nachforschbaren Fakten genannt und besprochen. Ebenso der frühere gnostische Einfluss aus griechischen Philosophen, unter anderem Platon, auf die sogenannten Kirchenväter und ihre trinitarische Eisegese der Bibel. Wenn man sich bewusst ist von der Tatsache, dass es hier nur um die römisch-katholische Kirche geht, die in der Offenbarung als Hure Babylons identifiziert wird, steht bereits für jeden wahren Christen fest, dass diese Lehre unbiblisch und antichristlich ist. Dritter Punkt: Evolutionstheorie. Zumindest ist hier die Lüge ehrlich als Theorie deklariert, die weder bewiesen noch beweisbar ist. Ich habe darüber in der Vergangenheit eine Videoserie produziert, in der diese Theorie im Licht der Bibel schmilzt wie Schnee vor der Sonne. Außerdem müssen wir berücksichtigen, dass die Evolutionstheorie, die bereits in der Bibel verspottet wird, aufbaut auf der in diesem Buch besprochenen vierten Lüge des Teufels, dem Heliozentrismus. All diese angeführten Lügen des Teufels gehen Hand in Hand und führen in die Verdammnis anstatt zur Erlösung, die der Vater uns durch seinen einzigen eingeborenen Sohn Jesus Christus hat zukommen lassen, um den Fehltritt der ersten Menschen unwirksam zu machen durch den Gehorsam seines Sohnes bis zum Tode am Kreuzer, wie in Philipper Kapitel 2 Vers 8 beschrieben ist. Bezeugen wir denselben Gehorsam an das Wort unseres Vaters im Himmel? Oder lassen wir uns betrügen durch die Worte von Menschen, die vom Geist der Ungerechtigkeit geleitet werden? 1. Thessaloniker Kapitel 5, Verse 19 bis 22 sagt dazu: Schrecke den Geist nicht ab. Verachte die Weissagung nicht. Prüfe alles. Halte fest, was gut ist. Enthaltet euch jeglichen Anscheins von Bösem. Viel Erkenntnis und Weisheit gewünscht beim Lesen dieses Buches und der Bibel, die ihr immer parat haben solltet. Und dann gezeichnet von mir. Und dieses Buch werde ich wahrscheinlich nächste Woche bereits auf archive.org lange vor der Lesung hochladen, dass jeder es sicher in der Hand hat,
wenn ich diese Lesung beginne. Ja, ich muss mich jetzt mal ganz kurz entschuldigen bei Gerald und Marius dafür, dass ich jetzt diese Sendung mehr oder weniger angefangen habe mit etwas, was mit dieser Sendung ja eigentlich selber gar nichts zu tun hat, sozusagen Werbung in eigener Sache. Aber ich denke, dass wir doch verstehen, dass wenn wir uns hier mit den modernen Kriegen beschäftigen und wir wissen, dass wir mit aller Information, die hier auf dieser Erde auf uns zufliegt, was diese modernen Kriege angeht, wir immer nur belogen, verarscht, verführt und in die falsche Richtung gelenkt werden, es eben auch mit solchen Dingen wie der sogenannten flachen Erde oder runden Erde der Fall ist. Wollt ihr diskutieren über eine flache oder eine runde Erde? Tut es gerne. Aber in dem Buch wird ganz klar, biblisch, mit verschiedenen Versen, ab der Schöpfung, ab Genesis, bis zu Jesaja und sonst wohin, bewiesen, dass die Erde eine Form hat, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Und wie ihr sie nennen wollt, das ist eure Sache. Genauso wie es eure Sache ist, ob ihr uns gewogen bleibt oder nicht beim Schauen dieser Serie der modernen Kriege, wo wir heute in Sendung 67 gehen. Und damit übergebe ich jetzt das Mikrofon an meine beiden Brüder, Gerald und Marius. Unglaublich. Ja. Hallo. Erstmal hallo und unglaublich. Ich hast ja schon angekündigt, dass ich was ein wenig abwandeln möchte am Schluss mit meinem Bibelschlusswort. Und naja, es gibt ja keine Zufälle. Was mir zugefallen ist und weshalb ich das Endwort, das Schlusswort so ein bisschen anders gestalte oder an der Form annehmen lasse, ist, weil ich auch mit dem Futurismus zu kämpfen musste bzw. zu tun hatte, um da zu entgegnen. Aber mehr zum Schluss und ich überlasse jetzt Gerald weiter das Wort. Ich finde das schon mit diesen sogenannten Zufällen sehr interessant, weil ich heute auch zufälligerweise ein Buch über die Trinitätslehre in meinen Händen halten konnte, und zwar als verbindendes Element zwischen Katholizismus und Orthodoxie. Also ja, beeindruckend, Jörg, dein Vorwort. Willst du nicht gleich ein ganzes Buch schreiben, Jörg? Also du hast ja schon mal die ersten Fans hier. Naja, also, es ging mir darum, kurz und knackig eigentlich die paar Punkte zu beleuchten, wovon ich wahrscheinlich immer noch 2, 3 Punkte vergessen habe, aber mit denen ich deutlich machen wollte. Schaut ihr, der Teufel greift auf jedem Gebiet an. Und ob wir jetzt eine runde Erde oder eine flache Erde haben, das ist nicht erlösungswichtig. Ja. Erlösungswichtig ist, dass wir den richtigen Jesus Christus verherrlichen. Den, der Verherrlichung dadurch verdient hat, dass er durch sein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz dem Vater vom ersten bis zum letzten Tag an gehorsam war. Genau das, wofür Adam geschaffen wurde und was Adam nicht geschafft hat, das hat Jesus gemacht. Wie in der Bibel beschrieben, er ist der zweite Adam. Und da ist die Trinitätslehre eine ganz, ganz große, wichtige Sache für, die viel für Menschen eben wegholt, weil wenn man Jesus Christus zu Gott erhebt, dann hat man die ganze Botschaft der Bibel nicht verstanden. Dann hat man nicht verstanden, warum Gott einen Menschen auserwählt hat. Was er ja schon zu Anfang gemacht hat. Er hat ja auch sich nicht in Adam verkleidet, sondern hat Adam geschaffen. Adam war nicht Gott. Aber als Adam Gott werden wollte, da kam die Misere. Und was macht es dann für Sinn, dass Gott aus dem Himmel runtersteigt und sozusagen Mensch wird, ja, diese Reinkarnationslehre, da hätte er ja gleich machen können. Hätte er ja gleich sich als ersten Menschen geboren lassen können, hätte er ja Kain sein können oder Abel sein können oder Seth sein können. Also, wenn man darüber nachdenkt. Nur halt, diese Trinitätslehre ist genauso wie die Zukunftslehre eine Lehre, die uns einen anderen Jesus Christus als den verherrlichen lässt, der in der Bibel steht. Der uns einen anderen Gott, Vater vorstellt, als den, der in der Bibel steht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich wirklich erlösungswichtig. Ob jetzt die Erde rund ist oder nicht, oder lassen Sie, eine Kugel ist oder eine flache Scheibe ist oder wie auch immer, das ist nicht wichtig zur Erlösung. Es ist zwar interessant zu wissen, weil viele andere Dinge sich dann auf einmal ganz anders erklären lassen. Und weil man diese ganze Welt auf einmal ganz anders versteht, weil man weiß, wie die Welt wirklich aufgebaut ist, ich wollte gerade sagen, wie die Bibel aufgebaut ist, wenn man weiß, wie die Welt wirklich aufgebaut ist, dann fallen so Dinge wie zum Beispiel die Evolutionstheorie, das fällt gleich in den Mülleimer.
Da muss man gar nicht groß drüber diskutieren. Ganz logisch. Und die Bibel hat das ja alles schon benannt. Ich hatte ja da Verse in der Fußnote benannt. Ich glaube aus dem Buch von Jeremia, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wo eben drin steht von, die Menschen sagen zum Stein, du bist mein Vater und zum Holz, du hast mich gemacht. ist ja genau das, was in der Evolutionstheorie gelehrt wird, ne? Dass wir alle aus diesen toten Dingen herstammen, aus dieser toten Materie. Also, da will ich jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, aber es war für mich wirklich wichtig, mal den Punkt zu machen, dass es einige Lügen gibt vom Teufel, die eine Macht haben, dafür zu sorgen, dass Menschen, die an diese Lüge glauben, verloren gehen. Und meine Aufgabe ist es genauso wie eure Aufgabe, und deswegen kommen wir wöchentlich hier mindestens einmal zusammen, um diese Serie zu machen, um Leute darüber aufzuklären, wie verlogen der Teufel ist und wie er arbeitet. Weil im Grunde, was wir über die modernen Kriege bis jetzt gelehrt haben, diese ganzen Stiftungen und Organisationen, die ganze politische Struktur, die aufgebaut ist, das ist doch alles nur dafür da, um die Menschen von dem abzulenken, was wirklich wichtig ist. Wie ich am Anfang der Einleitung des Vorwortes sagte, das Lesen der Bibel. Hauptsache, man wird davon weggehalten und man lernt nicht Jesus Christus kennen und man hat nicht die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Nun, gerade diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist etwas, was dem Vatikan ein absolutes Dorn im Auge ist. Und der Papst wettert und verdammt gegen jeden, der sagt, ich möchte eine persönliche Beziehung mit meinem Erretter aufbauen. Das ist in der römisch-katholischen Kirche verboten. Aber ich kann diese persönliche Beziehung nur aufbauen, wenn ich meinen Erretter auch wirklich kenne. Und wenn ich Jesus zum Gott erhebe, dann kenne ich meinen Erretter nicht. Und wenn ich dem Futurismus folge und denke, der Antichrist ist irgendeiner, der 7 Jahre vor Jesus Christus Wiederkunft kommt und die Kirche wird sowieso hier raus entführt, was man halt diese große Rapture nennt, komme jetzt gar nicht auf den deutschen Titel im Augenblick, Entrückung, ja, diese Entrückung kommt, wir haben da sowieso nichts mehr zu tun und dann kommt die große Trübsal, das ist sowieso nur für die anderen. Wenn man das macht, dann betet man auch einen anderen Jesus Christus an. Weil die römisch-katholische Kirche, die der Vater der Futurismuslehre ist, was genau das Gegenteil ist von Historizismus, also die biblische Prophetien im Lichte der Historie, der Geschichte zu beschauen, anstatt sie in die Zukunft zu legen. Die römisch-katholische Kirche, die das macht, lehrt euch dadurch einen anderen Jesus. Und das ist erlösungswichtig. Hier sprechen wir wirklich über ganz, ganz wichtige Punkte. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele von den Zuschauern, die meine Videos, die ich darüber seit Jahren bereits gemacht habe, mit Tom Fress zusammen, alleine, in Deutsch, in Englisch, viele Leute, die das nicht verstehen wollen, sind dann unglaublich aggressiv gegen mich, weil ich ihren Glauben in ihren Grundfesten erschütter. Weil ich ihnen einen ganz anderen Glauben aufzeige, nämlich den Glauben, der ohne Eisegese zustande kommt. Eisegese ist die persönliche Interpretation von Bibelauslegung. Ja? Ganz wichtig, es gibt Eisegese und Exegese, da werde ich dann später auch nochmal drüber sprechen. Ihr könnt die Termen auch aufsuchen und in dem Vorwort habe ich da auch einen Link dazu gemacht, wo erklärt wird, was Eisegese ist, dass jemand das genau versteht. Und ja, ein ganzes Buch schreiben, aber was schreibe ich da rein? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Deswegen nehme ich mir oftmals Bücher, die bereits bestehen und lese diese Bücher und fülle diese Bücher mit extra Wissen und Erkenntnis und Weisheit an, wo ich es kann, wo der Heilige Geist mir dazu leitet, das zu tun. Das ist für mich wichtiger, als Bücher zu schreiben. Aber dieses Vorwort, das floss mir so aus der Hand. Und wie gesagt, vor 40 Jahren war ich gut im Aufsätze schreiben und heute habe ich mich an einem Vorwort versucht. Was dir gelungen ist, das müssen wir hier mal feststellen. Ja, genau. Wir haben Pflicht dabei. Genau, genau. Und jetzt ist natürlich der Punkt, der jetzt für mich wichtig ist, nämlich wie leite ich über. Aber letztendlich fällt mir das gar nicht so schwer, weil du hattest ja in deinem Vorwort gesagt, dass es eben
daran uns liegt, dass wir uns eben nicht betrügen lassen. Und dass wir uns vielleicht jetzt nicht mehr so schnell betrügen lassen, das mag sicherlich sein, wobei ich da auch ganz vorsichtig bin, weil man sitzt so schnell irgendwelchen Falschlehren und Lügen auf, so schnell kann man sich gar nicht umdrehen. Ja, also da bin ich persönlich ganz, ganz vorsichtig, aber zumindest versuchen wir, die Dinge eben beim Namen zu nennen. Und insofern ist das eine ganz gute Überleitung zu dieser Lesung 67. Und ich habe jetzt mal ein neues Skript erstellt und das mal mit dem Buchstaben A mal gekennzeichnet. Also das, was wir heute mal als erstes mal uns angucken werden. Dieses Skript beschäftigt sich jetzt nicht mit der Fortführung der Lesung 66, wo es um die Pro-Oriente-Stiftung ging mit den verschiedenen Aufsätzen, die ich mittlerweile schon so mehr oder weniger durchgearbeitet habe. Also das ist ein 500-Seiten-Buch, das habe ich mehr oder weniger mal so überflogen und einen Artikel dazu rausgenommen, der dann in den nächsten Lesungen kommen wird, wenn es klappt, dann auch schon in der nächsten Lesung. Es wird sehr interessant, auf jeden Fall. Und heute geht es ja aktuell um eine Veröffentlichung einer Seite, jetzt muss ich selber erstmal die Seite wieder öffnen, weil ich nämlich schon im falschen PDF bin. Ja, ja, genau, nämlich es geht um die Laudatio Si 2.0. Ja, die Laudatio Si ist euch sicherlich bekannt. Das ist eine, man sagt so eine sogenannte Umwelt- oder Sozialenzyklika, ist die wird sie bezeichnet. Die ist schon mal verlautbart worden, beziehungsweise die wurde veröffentlicht im Jahr 2015. Ich habe dazu für euch nochmal einen Wikipedia-Eintrag. Das für die Leute, die das jetzt nicht wissen, wiederholen wir das da nochmal ganz kurz. Und warum bin ich da jetzt auf diesen Punkt gekommen oder auf diesen Inhalt gekommen? Einfach weil mich an dieser Veröffentlichung, also an dieser Vorveröffentlichung von Vatikan News, ja, der Link ist hier mit drin, einiges gestört hat. Ich wusste ja, der Jörg hat es ja auch euch erklärt, dass wir eigentlich mit dieser Umweltagenda und Umweltgeschichte eigentlich jetzt hier in dem Sinne jetzt keinen Schwerpunkt setzen können, weil das die gesamte Lesung total sprengen würde. Aber ich muss sagen, nee, das, was ich rausgefunden habe, das muss in die Lesung rein, weil es hat tatsächlich was mit Krieg zu tun. Nicht Umwelt, nicht Klima, sondern mit Krieg. Geistiger Krieg. Geistiger Krieg, so ist es. Schau mal, genau. Gerald, ich möchte dich jetzt gar nicht unterbrechen, deinen Redefluss nicht unterbrechen, aber ich möchte nur kurz sagen, warum habe ich in meinem Vorwort jetzt die Klimaagenda nicht erwähnt? Weil die Klimaagenda ganz klar einhergeht mit der Form der Erde und wie sie geschaffen ist und alles drum und dran. Und dass man ganz klar, wenn die Evolutionstheorie halt als das entlarvt wird, was sie sich selbst nennt, nämlich nur eine nicht beweisbare Theorie, und man dann die biblische Erde damit zunimmt, wie die aufgebaut ist, dann wird jedem deutlich, dass der ganze Klimaquatsch nur um ein Ding dreht. Um ein einziges Ding. Mammon. Geld. Ja. Bitte, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber deswegen habe ich Klima dann nicht in das Vorwort mit reingemacht. Okay, alles gut. Das war bewusst. Alles gut. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, ich habe da auch eine eigene Meinung dazu, zu diesem ganzen Klimawandel, zu diesem Begriff schon alleine, der kommt dann später. Ich habe eine ganze Menge Anmerkungen in dieses Skript mit reingebracht. Jörg, du wirst wieder sicherlich was lesen dürfen. Ja, genau. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Lesung 67a geht los. Erste Blatt. Und hier habe ich euch einfach mal das Wappen des amtierenden Jesuitenpapstes mal reingeklebt. Und ihr seht hier also sehr, ganz ein Stück weiter oben noch, Jörg, genau. Ja, nochmal sehr präsent das IHS-Logo, ne, um das es sich hier also dreht. Das heißt also, hier soll auch niemand in Zweifel haben, welchem Orden dieser Jesuitenpapst dann dient, logischerweise IHS. So, und dieser Wahlspruch, da könnte man sicherlich jetzt hier noch lange drüber diskutieren, erbarmungswürdig und doch erwählt, übersetzt aus der Totensprache Latein. Ja, kann man jetzt lange diskutieren. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal so stehen. Und ich habe hier eine kleine Unterbemerkung gemacht, nämlich unter diese neue Laudatio, die am 4. Oktober diesen Jahres kommen soll, ob es sich hier um neue Instruktionen des Jesuitenpapstes für die Könige der Welt handelt oder andere Überschrift, was haben der US-General Mark Milley und der Jesuitenpapst
gemeinsam. So, jetzt werdet ihr euch fragen, hä, Mark Miley, Jesuitenpapst, Enzyklika 2.0, also Laudato Si 2.0, wie hängt das zusammen? Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall, Jörg, scroll mal bitte runter. Habt ihr hier schon mal den ersten Punkt, der mich an dieser ganzen Vorankündigung gestört hat? Das ist dieses Bild mit diesen zwei Schmetterlingen. Dazu habe ich mich ein bisschen bemüht, ein paar Dinge rauszufinden. Wir werden vielleicht in der Sendung, wenn wir es schaffen, auch das Ganze auflösen können. Wichtig ist einfach mal nur, dass ihr dieses Bild mal euch anschaut mit diesen weißen, zwei weißen sich gegenüberstehenden Schmetterlingen. Ne? Und dann die Originalunterschrift unter diesem Bild, was keine Erkennung hat, wo ich also nicht weiß, wo kommt das Bild her. Ich habe das mal versucht bei den verschiedenen Dienstleistungen zu finden, ne, wo man eigentlich so als Zeitschrift so ein Bild kauft. Ne, da gibt es ja verschiedene Plattformen. Das Bild hier in der Form war nicht zu finden. Es gibt Unmenge viele Bilder mit Schmetterlingen und mit bunten Schmetterlingen und Schmetterlingen auf Blüten. Aber so ein Bild hier mit diesen zwei weißen Schmetterlingen, das habe ich so nicht gefunden. Also ich habe da vielleicht eine Viertelstunde gesucht. Mehr Zeit habe ich da dem nicht gewidmet. Darf ich da mal kurz meinen Gedanken zu sagen, warum hier zwei Schmetterlinge abgebildet werden im Zusammenhang mit Laudatio Si? Gerne. Der Schmetterling steht für eine Neugeburt. Es gibt ja vielleicht mal Leute, die gucken sich solche Zombie-Filme an. Da gab es mal vor Jahren einen mit Will Smith, I Am Legend. Ich bin Legende. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt, aber ins Deutsche übersetzt heißt I Am Legend, ich bin Legende. Und da kam auch so diese Szene vor mit dem Schmetterling. Look, Butterfly, Butterfly. Weil der Schmetterling eben für Veränderung und Neugeburt steht. Ja? Und was ist denn diese neue Weltordnung? Das ist doch alles nur wieder neu geboren und neu verkaufen. Trotzdem halten wir irgendwann im Alten fest, weil früher war es eine Raupe und jetzt hat die Raupe Flügel und ist ein Schmetterling, durch in einen Kokon gegangen zu sein, durch eine Veränderung gemacht zu haben. Ich denke, dass dieser Hintergrund eventuell richtig sein könnte, für warum dieses Bild dafür gewählt wurde. Das ist mein Gedankengang dazu. Ja, das ist ein sehr interessanter Gedankengang. Wir werden sehen. Vielleicht löst deswegen gibt es ja oft das Wort Transformation. Ja. Das hat damit was definitiv zu tun. In diesem Zusammenhang der Änderung, Veränderung der neuen Ordnung und so weiter. Ja. Also wie gesagt, ich fand das erstaunlich, weil normalerweise hast du immer so eine Quellenangabe auch für solche Bilder, ne, dass du einfach nachvollziehen kannst, wo ist das Bild her. Und wie gesagt, ich habe es von Vatikan News, aber dort eben keine Quellenangabe. Und ich habe es echt gesucht und es ist wirklich nicht einfach, wenn man eine bestimmte Aussage mit einem Bild verbinden will. Und dass das hier alles andere als Zufall ist, das werden wir dann noch sehen in der Lesung, ja? Also mit diesem Bild. So, jedenfalls die Unterschrift unter diesem Bild: Lasst Gerechtigkeit und Frieden fließen. Ja. Ich weiß jetzt selber nicht, wie man das auslegen soll, wie man Frieden fließen lassen soll. Ich habe eigentlich immer nur gedacht, man macht Frieden. Aber was das für ein Fluss ist und um welche Gerechtigkeit es sich hier handelt, wenn ein Jesuitenpapst sowas verkündet oder wie auch immer, das werden wir noch sehen. Jedenfalls wird es ziemlich haarsträubend. So, okay, also das erstmal kurz zu dem Bild. Jörg, magst du mal ganz kurz den kurzen Wikipedia-Eintrag von der Laudato Si mal anlesen, bitte? Laudato Si, umbrisches Altitalromanisch für gelobt seist du, ist die zweite Enzyklika von Antichrist Papst Franziskus. Die auf dem 24. Mai 2015 datierte und am 18. Juni 2015, komischerweise genau 200 Jahre nach der Kapitulation von Napoleon in Waterloo, in 8 Sprachen veröffentlichte Verlautbarung über die Sorge für das gemeinsame Haus, wir kennen ja auch das Haus des einen, befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich Umwelt- und Klimaschutz und setzt zudem Zeichen im Hinblick auf bestehende soziale Ungerechtigkeiten und auf die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. In den internationalen Medien wurde die Enzyklika vielfach als Aufruf zu einem weltweiten Umdenken und als Wendemarke in der Kirchengeschichte bezeichnet. Mhm. Vielen Dank. Erstmal soweit. Ich habe hier ein bisschen mit der Farbe gespielt, ja, weil diese Sorge um das gemeinsame oder für das gemeinsame Haus, das ist so ein Begriff, der kommt jetzt immer wieder bei diesen Veröffentlichungen, also nicht nur hier. Was das für eine Sorge ist, das werden wir noch sehen.
Und Wendemarke in der Kirchengeschichte, also wenn es hier um die römisch-katholische Kirche geht, dann sage ich mal ganz klar, ist das mindestens grün, eigentlich sogar dunkelgrün, weil hier ist überhaupt keine Wende zu sehen. Es ist nur mittelalte Sachen neu zu verkaufen. Ne? Die römisch-katholische Kirche ist Semper Eadem, unveränderlich. Genau, so ist es. Genau, und jetzt hat natürlich dieser Vatikan-News-Artikel mit der Ankündigung dieser zweiten Laudato Si-Veröffentlichung am 4. Oktober natürlich noch einen Inhalt, Jörg, und den kannst du mal bitte anlesen. Ich habe das, wie gesagt, alles gekürzt wiedergegeben, aber es ist auf jeden Fall ja, wichtig zu wissen. Papst, zweite Laudato Si kommt am 4. Oktober. Das hat der katholische Kirchenoberst. Nee, das hatte das katholische Kirchenoberhaupt diesen Mittwoch angekündigt. Er äußerte sich zum Beginn der sogenannten Schöpfungszeit, bei der die katholische Kirche vom 1. September bis zum 4. Oktober besondere Aufmerksamkeit auf die Umwelt richtet und mahnte, Zitat, es ist nötig, sich an die Seite der Opfer von Umwelt- und Klimaungerechtigkeiten zu stellen und sich anzustrengen, um den sinnlosen Krieg gegen unser gemeinsames Haus zu beenden, der ein schrecklicher Weltkrieg ist. Und weiter in einem Ukraine-Appell. Antichrist Papst Franziskus ging zum Ende seiner Generalaudienz, wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs üblich, außerdem auch auf die Lage dort ein. Zitat. Und bitte erneuern wir unsere Nähe und unsere Gebete für die geliebte und gemarterte Ukraine, die so sehr leidgeprüft ist und so große Not leidet. Ja, ganz, ganz großes Herzblut. Ne? Moment, darf ich mal was einwerfen zu dem ersten Zitat? Es ist nötig, sich an die Seite der Opfer von Umwelt- und Klimagerechtigkeit. Wer hat dann denn Umwelt und Klima geschaffen und verfügt über das, weil er immer in Kontrolle ist? Das heißt, hier geht es um Opfer des vom Gott. Das heißt, Gott ist hier der Feind. Ja, wir werden sehen. Oder verstehe ich das falsch? Naja, ich weiß, ganz schwer ist sowas zu interpretieren, weil, wie gesagt, wir wissen ja, es ist von einem Jesuiten gesprochen und einem Jesuiten kann man nicht den Sinn des Wortes direkt in den Mund legen oder die Bedeutung, dass man sagt, 1:1, das hat er gesagt. Also die Leute sprechen alle in verschiedenen Gedanken und verschiedenen Inhalten, sodass ich überhaupt nicht sagen kann, dass das hat die Bedeutung und das hat die Bedeutung. Fakt ja, ist gespaltene eins, Zunge halt. Ja, gespaltene Zunge, ja, im besten Sinne. Ne? Es geht hier in dem Sinne erstmal um Umwelt- und Klimaungerechtigkeit. Wir werden auch gerade sehen, dass hier auch wieder der Begriff Weltkrieg immer wieder prominent erwähnt wird. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Für den Antichristen ist immer der Weltkrieg immer ganz wichtig. Der wird ja richtig immer betont. Und auch hier, wie gesagt, in dem Artikel eben auch gleichzeitig noch der Hinweis auf die Ukraine. Ne, die darf ja nicht fehlen. Und ihr habt sie gelesen, die Gebete eben für die geliebte und gemarterte Ukraine, ne? Die so sehr leidgeprüft ist und so große Not leidet. Dazu ist mir eingefallen, dass er hier halt eigentlich von dem Land spricht, ne? Also von der Ukraine. Ne? Er spricht hier nicht von den Menschen, ne? die da aktuell leiden und ihr Leben geben. Ne? Und Jörg, du kannst vielleicht mal ganz kurz mal in den Chat gucken. Ich schicke dir gerade mal was rüber. Das habe ich noch gefunden, das wollte ich dir noch mal zeigen. Das kannst du mal bitte mal öffnen. Und zwar ist das hier ein Bild von einem ukrainischen Soldaten, der hier sich filmt oder andere Kameraden da filmt. Und der spricht halt darüber, wie dieser Krieg geführt wird und das eben hier von seinem Bataillon oder wie auch immer, ich sehe das jetzt hier nicht ganz offen, also unglaubliche Verluste da eintreten. Und in dem Bild selber, auf Kyrillisch seht ihr das Wort Genozid. Ja. Das heißt also, die Soldaten selber, also wir reden jetzt nicht von den russischen Soldaten, wir reden jetzt hier von den ukrainischen Soldaten, ne, sehen das, was da aktuell passiert, nicht mehr als einen Krieg an, sondern eigentlich als ein Selbstmordkommando, als ein Genozid. Völkermord. Als Völkermord, genau. Ne. Und ihr seht das auch deswegen, weil aktuell die Soldaten im Durchschnittsalter, die jetzt direkt an der Front kämpfen, immer höher steigen im Alter. Ne? Früher am Anfang von einem Jahr war das Durchschnittsalter zwischen 20 und 30, dann ging es hoch auf 30 bis 40,
40 bis 50 und jetzt sind wir schon an der 60er Grenze dran. Das heißt also, dass, ich sage es jetzt mal ganz böse, das Menschenmaterial geht zur Neige und es wird hier richtig ein Völkermord verübt, ne? Und zwar getarnt natürlich, denn Völkermord habe ich jetzt hier nicht gehört im Ukraine-Appell, dass er den Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung stoppen will. Er spätet bloß über die arme Ukraine. Das kann das Land sein, das kann die Erde sein, das kann alles Mögliche sein. Ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, Gerald, dass die Ukraine bereits im Jahre, ich glaube, 800 oder zwischen 800 und 900 der Himmelskönigin geweiht wurde, der Jungfrau Maria. Ja. Und wenn wir jetzt so einen Text lesen hier, bitte erneuern wir unsere Nähe und Gebete für die geliebte und gemarterte Ukraine, da müssen wir ja berücksichtigen, dass er hierbei ein Land meint, das also der Himmelskönigin geweiht ist. Mit anderen Worten, die Jungfrau Maria wird hier gequält. Und die Jungfrau Maria hatte ja drei Botschaften verkündigen lassen. Also, ihr wisst jetzt, dass ich in Anführungszeichen spreche, ne? Ihr habt ja meine Lesung, die Himmelskönigin, eine für alle, alle für eine gehört, hoffe ich. Ja. Und da gab es ja drei Botschaften bei der Erscheinung in Fatima 1917. Komischerweise kam diese Erscheinung kurz vor dieser Oktoberrevolution. Zufälle gibt's, ne? Und da hat sie ja unter anderem auch gesagt, dass der Papst sehr viel Blut fließen sehen wird und sehr stark leiden wird. Und ich denke, dass das damit eventuell doch sehr zusammenhängt. Weil wir haben uns ja bereits darauf festgelegt, dass dieser Krieg gegen die Ukraine ein moderner Kreuzzug ist und im Grunde die Durchsetzung der Maria-Botschaften aus Fatima sein soll. Ja. Kann ich jetzt, glaube ich, so für uns alle sprechen. Ne? Ja. Und dann geht das, glaube ich, auch mit dieser Bemerkung hin. Wir werden auch im Zuge dieser weiteren Untersuchung, gerade auch was die Originalquellen von dieser Pro-Oriente-Stiftung angeht, werden wir auch dieses Thema nochmal ansprechen. Ihr werdet sehen, es gibt da unglaublich interessante Äußerungen, selber aus dem eigenen Mund von diesen Leuten, ja, die natürlich jetzt nicht sagen, dass es dort ein Kreuzzug gibt, ne, aber die sagen eben, dass es durchaus eben üblich ist, dass eben der Glaube mit der Waffe in der Hand eben erneuert wird. Ne, und das wird dann auch einfach so geschrieben und das wird dann auch einfach so publiziert und da wird auch nicht drüber diskutiert. Ne? Das ist halt auch ein Weg. Ne? Bist du nicht willig, so nehme ich einfach die Gewalt. Ja, und das erleben wir zurzeit in der Ukraine. Wir haben jetzt in der Lesung ja schon sehr viel darüber aufgeklärt und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, ihr habt das ja jetzt in den Lesungen schon verfolgt. Und ja, ihr seht schon, jetzt sind wir wieder bei der Ukraine, ne? So schnell geht das, ne? Von der Laudatio Si 2.0 zur Ukraine, ne? Ganz schnell war das. So, und jetzt hatte ich euch ja gesagt, dass wir hier, ich ja mal diese Frage aufgestellt habe, was hat der US-General Mark Milley und der Jesuitenpapst miteinander gemein? Ja, ja gut, das ist ein General, ja. Gut, wer der General der Jesuiten ist, das wissen wir nicht. Nicht so richtig zumindestens. Aber, Jörg, scroll mal bitte nach unten und ein Stück weiter, genau, und ihr seht jetzt hier ein schönes Bild. Das ist von einer VOA-News-Seite, die vom 21. August 2023 ist, also relativ aktuell. Wir sind ja jetzt mit der Lesung auch ziemlich auf dem Laufenden. Und da seht ihr den Antichrist Papst Franziskus, ja, mit dem US-Vorsitzenden der Vereinigten Generalstabschefs Mark Milley, und zwar im Vatikan. Ne? Und ihr seht hier, dass die beiden sich sehr, naja, man kann schon sagen, sehr warm begrüßen. Ne? Ist sicherlich alles fürs Foto, aber ihr seht, ne, der Franziskus hat ja sogar beide Hände, ne, umschlungen um seinen Protégé, um seinen Ziehsohn, ja, im Geiste natürlich. Ja, so, das heißt also, wir haben hier jetzt eine Verbindung. So, wie und was, wie hatten das jetzt, was mit der Enzyklika da, mit dieser sogenannten Umweltenzyklika oder Umwelt-Rundschreiben, ne, des Vatikans, was ja jetzt, wie gesagt, angekündigt wird für den 4. Oktober, was hatten das damit zu tun? Ja, verstehe ich nicht. So, bevor wir dazu kommen,
kannst du gerne, Jörg, nochmal den Text gekürzt, wie gesagt, nochmal aus dieser oder von dieser Seite nochmal vorlesen. Antichrist Papst Franziskus und US-General Mark Milley, Vorsitzender des Joint Chiefs of Staff, haben am Montag im Vatikan über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Milley, ein Katholik, sagte, der Besuch bedeute ihm sehr viel, so Milley-Sprecher Colonel Dave Butler. Der General, der mehrere europäische Länder besucht, sagte, der Papst habe seine tiefe Besorgnis über den Verlust von Menschenleben in der Ukraine, insbesondere von Zivilisten, seit dem Einmarsch Russlands in das Land im Februar 2022 zum Ausdruck gebracht. Milley hat Moskau dafür verurteilt, eine, zwischen Anführungszeichen, Terrorkampagne in der Ukraine zu führen, indem es im Rahmen seiner Kriegsstrategie zivile Infrastruktur ins Visier nimmt. Russland bestreitet jedoch, Zivilisten ins Visier zu nehmen. Der 65-jährige Milley, ein starker Befürworter der Verteidigung der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte, hat sich dafür eingesetzt, Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar nach Kiew zu schicken. Antichrist Papst Franziskus hat den internationalen Waffenhandel im Allgemeinen verurteilt, aber im vergangenen Jahr die moralische Rechtfertigung für Nationen anerkannt, Waffen an die Ukraine zu liefern, um gegen die russische Aggression zu kämpfen. So, vielen Dank, Jörg. Damit haben wir schon mal, ne, die Lehre vom gerechten Krieg wieder aktuell auf die modernen Bedürfnisse zugeschnitten. Und ja, ich will es nochmal erwähnen, ja, natürlich ist der Meiling Katholik, ja, also kein Christ, weil wenn ich Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar hauptverantwortlich, also mit meiner Unterschrift nach Kiew schicke, dann kann ich kein Christ sein. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das nur mal zum Klarstellen. Das ist nicht christlich. Waffen liefern und das in seiner Verantwortung zu tun, ist nicht christlich. So, jetzt geht es aber nicht um die Waffenlieferung, sondern es geht ja um die Umwelt, ja. Das war eine Umweltenzyklika, ja, die da angekündigt wird. So, und da kam mir jetzt mal der Gedanke, wenn jetzt dieser US-General Mark Milley, ihr könnt das gerne selber recherchieren, wirklich einer der Top-Generäle und auch Meinungsmacher mit der Meinung des US-Militärs nachhaltig prägen, wenn die sich jetzt, sage ich mal, dort und wenn er sich jetzt als Person so begrüßen lässt im Vatikan und der Antichrist selber, aber auf der anderen Seite so einen Wert für die Umwelt oder auf die Umwelt legt, ja, im Sinne des sogenannten Klimaschutzes, ja, dann muss doch diese US-Armee, ja, wo er der Mark Milley ja ein Oberhaupt darstellt, da muss das ja eine total, also die müssen ja richtig öko sein. Ja? Also das US-Militär muss ja unglaublich eine unglaubliche Ökobilanz haben. Ja? Wenn der, sage ich mal jetzt, ne, wie gesagt, wir haben im August, ne, diesen Mark Milley so herzlich begrüßt und zwei Monate später im Oktober eine, diese Enzyklika da veröffentlicht, ja? Diese Laudato Si. Also das ist schon interessant, dass also bevor, ne, so eine wichtige Veröffentlichung kommt, dann man mit so einem Mann dann persönlich in Kontakt tritt und wie gesagt, ich denke natürlich jetzt, Ökobilanz muss definitiv also richtig öko sein, ne? Vom US-Militär. So, und jetzt habe ich mal, ich bin ein bisschen sarkastisch, ihr merkt das schon, einfach mal geguckt, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit der Ökobilanz des US-Militärs, Jörg? Und da habe ich vom Tagesanzeiger aus der Schweiz, ich habe das wirklich jetzt einfach mal so rausgenommen, da gibt es viele, 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 viele Artikel, aus dem Jahr 2019 mal genommen, also nicht mal aktuell, ja? Jörg, und du kannst gerne mal diesen kurzen Ausschnitt mal vorlesen. Ja, das amerikanische Militär kämpft anscheinend nur klimaneutral, ne? Aber sowas von. Das US-Militär verschmutzt die Umwelt stärker als 140 Länder. Amerikanische Kampfjets, Transporter und Kriegsschiffe brauchen Unmengen Treibstoff und verursachen damit gleich viel CO2 wie die ganze Schweiz. Fast 800 Stützpunkte in 70 Ländern, zahlreiche offizielle Einsätze und verdeckte Operationen, Flottenverbände im Mittelmeer, Atlantik, Pazifik, dem Persischen Golf, dem Roten Meer und dem Indischen Ozean. Das amerikanische Militär ist global präsent.
Man kann auch sagen universal und damit katholisch. Es gibt kaum einen wichtigen Konflikt, an dem es nicht in irgendeiner Weise beteiligt ist. Das kostet viel Geld und ist mit einem gewaltigen logistischen Aufwand verbunden. Die USA haben mit 700 Milliarden Dollar das mit Abstand größte Militärbudget der Welt. Fast die Hälfte der Ausgaben verschlingt der Unterhalt der Infrastruktur. Um die Operationen rund um den Globus zu versorgen, sind Containerschiffe, Frachtflugzeuge und Lastwagen permanent im Einsatz und verbrauchen Unmengen an Treibstoff. Entschuldigung. Die US-Armee ist demnach, Zitat, einer der größten Umweltsünder der Geschichte, Ende Zitat. Sie verbraucht pro Jahr mehr Brennstoffe und verursacht mehr Treibhausgase als die meisten mittelgroßen Länder. Wäre das US-Militär selbst ein Land, würde es auf Platz 52 der größten Verschmutzer durch flüssigen Treibstoffverbrauch liegen, direkt hinter der Schweiz und vor mehr als 140 anderen Staaten. Vielen Dank, Jörg. Ja, also wir sehen, die Ökobilanz des US-Militärs ist alles andere als gut. Und insofern verstehe ich schon mal dieses Bild gar nicht. Denn das Bild, ne, ihr habt es ja gesehen, das suggeriert ja absolute Vertrautheit, ne, und Zweisamkeit, ne, und Verständigung. Ne. Normalerweise müsste man doch so einen Umweltsünder wie das US-Militär und stellvertretend diesen Mark Miley dann also ganz anders empfangen, nämlich mit erhobenen Zeigefinger und sagen, du, ja. Das ist jetzt komisch, ne? Aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass dieser Mark Miley eben doch ein bisschen mehr ist als nur ein US-General. Und vielleicht gibt es ja gemeinsame Interessen, die beide eben so freundschaftlich miteinander auskommen lassen. Ja? Und interessant fand ich in dem Sinne erstmal, dass er also nicht nur Katholik ist, sondern auch ein Kolumbus-Ritter, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen werden. Aber wichtiger noch war der Fund, dass auf seiner Internetseite oder auf seiner Wikipedia-Seite, Entschuldigung, ne, der Mark Miley einen Bericht zum Klimawandel verfasst haben soll, beziehungsweise veröffentlicht haben soll. Ja, also nochmal, der US-Generalstabschef, ja, und hat in seiner unendlichen Freizeit noch Zeit dafür gehabt, einen Bericht zum Klimawandel zu veröffentlichen, ja. Und wie gesagt, ich kann diesen Begriff Klimawandel schon gar nicht mehr ernst nehmen. Für mich ist das mittlerweile wie so dieser Begriff Verschwörungstheoretiker nichts anderes als ein psychologischer Kampfbegriff, der permanent den Leuten um die Ohren gehauen wird und sich quasi so richtig eintrichtert und man schon gar nicht mehr weiß, wie man denken muss, weil man hört, du bist so ein Klimawandel, man fühlt sich schon schlecht, weil man ja so ein Klimasünder ist, ne? Weil du bist ja schuld. Ne? Jeder, der das jetzt hört, ist ja schuld am sogenannten Klimawandel. Ne? Ganz klar, das müssen wir wissen. Ne? Wir müssen alle unser Verhalten aufgeben, ja, wir müssen alle uns ändern, ja, wir müssen alle ein neuer Mensch werden, eine neue Metamorphose durchmachen zu einem neuen Schmetterling, ja, wie das der Jörg schon gesagt hat. Aber egal, ist jetzt nicht das Thema. Ne, wie gesagt, für mich Klimawandel ist definitiv ein psychologischer Kampfbegriff und solchen behandle ich den auch. Ich weise nämlich immer darauf hin. Und jetzt lesen wir, Jörg, du kannst es gerne noch mal kurz anlesen, ja, von der Wikipedia-Seite zu diesem Bericht, den er mitverfasst hat oder unter seiner Mitverantwortung dieser Bericht entstanden ist, zum Klimawandel folgendes, Jörg, bitte. Mark Miley, Wikipedia. Er war oder ist es noch Mitglied der Kolumbus-Ritter, wie gesagt gerade eben von Gerald Ey. Also der Bericht zum Klimawandel. Es handelt sich hier bei dem Begriff Klimawandel um einen psychologischen Kampfbegriff. Zu dem Artikel selber, Zitat. Im Mai 2019 nahm Miley einen Bericht des US Army War College, also der US-Armee des Kriegskollegiums oder der Kriegsuniversität, über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft als Ganzes und auf das US-Militär in Auftrag. Der Bericht wurde von US-Regierungsbeamten von Behörden wie der US-Armee, der Defense Intelligence Agency und der NASA verfasst und im August 2019 veröffentlicht. Er skizzierte die Möglichkeit von Stromausfällen, Krankheiten, Durst,
Hunger und Krieg aufgrund von Zusammenbrüchen des alternden Stromnetzes des Landes, seiner Lebensmittelversorgungssysteme und des US-Militärs. Der Bericht erwähnt auch die Wahrscheinlichkeit einer zunehmenden Wasserknappheit und eines Versagens der globalen Ernährungssysteme in Entwicklungsländern, was zu einer Zunahme ziviler und militärischer Konflikte führen würde. Vielen Dank. Also, Bericht des US Army War College. Also ich wusste bis dato gar nicht, dass es eine Kriegsschule gibt. Ja? Also wie man das jetzt übersetzen will. Ja, War College. Also wusste ich nicht. Habe ich gedacht, ach, das, gehst du mal hin. Bekannt. Ja, ja, das ist bekannt. Ja, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Aber also ich fand das schon, also dieser Begriff war schon ziemlich heftig. Ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz. Aber nee, das gibt's wirklich. Und da arbeiten jede Menge Leute, die da eben solche Berichte mitverfassen. Ne? Und was jetzt in diesem Bericht, in diesem War College Bericht konkret steht, Jörg, das kannst du gerne nochmal anlesen. Hier vom 1. August 2019 direkt von dieser Seite mit abgenommen. Ich habe jetzt das nicht mit blau gekennzeichnet. Army War College. Das US-Militär ist prekär untervorbereitet auf den Klimawandel. 1. August 2019. Der Bericht beschreibt die größten Bedrohungen, die der Klimawandel für die nationale Sicherheit darstellt. Unwetterereignisse, Massenmigration, schwindende globale Süßwasservorräte, sich verändernde Krankheitsüberträger, Konkurrenz in der Arktis, Belastung des US-Stromnetzes und der Kernreaktoren sowie der Anstieg des Meeresspiegels. Merkwürdigerweise keine Konkurrenz in der Antarktis. Da haben sie ja schon jahrzehntelang einen Vertrag drüber geschlossen. Weiß ja keiner. Schließlich empfiehlt der Bericht, dass sich die Armee proaktiv an der auf den Klimawandel ausgerichteten Kampagnenplanung beteiligt. Eine Kampagne. Ja. Um zukünftige Klimakonflikte und Massenmigration in Ländern wie Bangladesch zu antizipieren, also vorwegzunehmen. Die Einbeziehung zukünftiger Herausforderungen in die heutigen Budgets wird die Kosten für die Anpassung verteilen, ich würde sagen vor allen Dingen erhöhen. Und wer darf da wieder für aufdrehen? Der Klimawandel verändert das Operationsgebiet und die Heimatfront radikal, weil auf einmal ist die ganze Welt die Front. Und erhöht die Herausforderungen, denen sich das US-Militär in jeder Phase seiner nationalen Sicherheitsmission gegenübersieht. Dieser Bericht unterstreicht die Notwendigkeit, Klimabedrohungen umfassender in unser Sicherheitsbewusstsein und unsere militärische Bereitschaft einzubeziehen. Mhm. Anmerkung von Gerald hier. Proaktive, ausgerichtete Kampagnenplanung? Was hat das zu bedeuten? Und lass mich noch mal eben einen anderen kleinen Kommentar dazu geben. Der Klimawandel verändert das Operationsgebiet und die Heimatfront radikal und erhöht die Herausforderungen, denen sich das US-Militär in jeder Phase seiner nationalen Sicherheitsmission gegenübersieht. Nun, in Deutschland haben sie ja mal so berühmterweise gesagt, unsere Demokratie wird am Hindukusch verteidigt. Wo verteidigt Amerika eigentlich seine Demokratie, die es eigentlich gar nicht gibt, weil gegründet wurde das als Republik, überall. Man muss hierzu verstehen, dass die nationale Sicherheitsmission der Vereinigten Staaten die nationale Sicherheitsmission des Vatikan ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nichts weiter, nicht mehr und nicht weniger als das Schwert der römisch-katholischen Kirche. Das, was nachweislich handschriftlich festgehalten vom deutschen Kaiser in einem Treffen 1903 mit dem damaligen Antichristen Papst Leo dem 13. festgehalten wurde, dass der Papst ihm gegenüber unverblümt gefordert hat, Deutschland muss das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden. Und 11 Jahre später haben wir den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der wem in die Schuhe geschoben wurde? Deutschland. Und nach Beendigung dieses Krieges, das eigentlich nur ein 20-jähriger Waffenstillstand war, nach Aussage von Marschall Foch, kam der Zweite Weltkrieg, wo wieder Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war, wo Deutschland die Kriege für den Papst gefochten hat, für die römisch-katholische Kirche und für den Vatikan.
Und als man dann entschlossen hat, Deutschland dem Erdboden gleichzumachen, hat man das Schwert aus seiner Hand genommen und hat's Amerika gegeben. Und wer das nicht versteht, der sollte sich besser Katzenvideos anschauen. Der versteht nämlich von diesen Videos gar nichts. Das musste ich jetzt mal hier zu ihm sagen. Ja, das geht natürlich noch weiter als mein kleiner Kommentar. Ne? Aber du kannst gerne noch mal den letzten Punkt noch mal lesen zum War College. Und weiter geht's im War College Bericht von 2019. US Army War College. Der Klimawandel stellt in 20 Jahren eine ernsthafte Bedrohung für die Militärmission dar. Nun, lass mich doch mal eben laut lachen. Aber ich habe das ja noch nicht gelesen. Was habe ich euch gerade erzählt? 1918 war der Krieg vorbei. 1919 stellt sich der Generalmarschall Foch, ja, der höchste militärische Befehlshaber der Entente, so nannte man damals die Alliierten, im Zweiten Weltkrieg. Dieser Generalmarschall Foch, von dem wir hier ein Bild haben, stellte sich dahin und sagte: Was wir hier in Versailles unterzeichnen, ist kein Friedensvertrag, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Und das könnt ihr euch raussuchen, das steht auf der Wikipedia-Seite von Marschall Foch sogar. Ich wusste ja nicht, dass Gerald hier bereits in diesem Skript schreibt, der Klimawandel stellt in 20 Jahren eine ernsthafte Bedrohung dar. 2019, 100 Jahre nachdem Marschall Foch das sagt über den Zweiten Weltkrieg, und hier in 20 Jahren. Zufall? Der Internationale Militärrat für Klima und Sicherheit, IMCCS, original im Englischen heißt das The International Military Council on Climate and Security, ist ein ständiges Dachnetzwerk, also überkuppelndes Netzwerk hochrangiger militärischer Führungskräfte auf der ganzen Welt, das vom Center for Climate and Security in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern organisiert wird. Das IMCCS wird sich regelmäßig treffen, einen jährlichen Weltklimasicherheitsbericht erstellen, die Kommunikation und Politik zur Unterstützung internationaler Maßnahmen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit vorantreiben und bestehende Klima- und Sicherheitsnetzwerke ausbauen. Vielen Dank, Jörg. Ich habe jetzt mir mal den Spaß gemacht und mal gefragt, was sind jetzt Klima- und Sicherheitsnetzwerke? Ja, was macht man, wenn man nichts weiß in der heutigen Generation? Man befragt Google oder noch besser die sogenannte KI. Ich habe einfach mal es beim Googlen belassen, weil mit dieser KI, das will ich einfach nicht machen, weil ich will nicht dieses Netzwerk noch mit meinen geistigen Daten füttern, aber auf jeden Fall habe ich einmal mal den Begriff Klima und Netzwerk bei der Google-Suche ja, mal eingegeben. Und da komme ich auf ungefähr 30.500.000 Suchergebnisse. Das ist schon beachtlich ja, für Klima und Netzwerk. Ne? Ich habe eigentlich so gedacht, es geht eigentlich so um diese FFF oder die letzte Generation oder wie auch immer diese Leute. Mit denen hatte ich jetzt auch mal wieder eine interessante Begegnung bei uns hier in der Stadt, die ja auch laufen können und prozessieren können, übrigens dabei auch nichts sagen und schweigend sind. Also quasi kam mir das vor wie so ein Ordenszug, der da gemacht wurde, so von dem ganzen Aufmachung her. Eine Prozession, meinst du? Eine Prozession, vielen Dank, so kam mir das vor. Also alle im Schweigen gehüllt, ja, und ja, haben die halbe Stadt lahmgelegt und außer Provokation und Wut und schlechte Emotionen haben die ja letztendlich auch nichts erreicht, weil mehr können sie auch nicht erreichen in diesem Geist, wo sich diese Leute, ja, bedauerlicherweise muss man sagen, ja nun mal befinden. Ne? Viele irregeleitete Menschen, viele Menschen ohne ausreichende Geschichtskenntnisse, ohne Bildung und die sind natürlich dann für solche radikalen Ansätze. Ihr habt ja jetzt die Quelle schon gesehen von diesen Laudatio Si, ja, und von den Ansätzen, die da eben einen ganz anderen Ursprung haben, eben sehr empfänglich. So, aber egal. Als nächster Punkt habe ich jetzt mal, Jörg, du kannst mal wieder runterscrollen, mal nochmal geschaut, ja, wie ist denn das jetzt mit diesen ganzen US-Militär und diesen ganzen Mitarbeitern, die da jetzt sich nur mit der Frage beschäftigen, ja, was hat denn der Klimawandel für Auswirkungen? Ja? Und
was hat der Klimaschutz für eine Bewandtnis? Und das finde ich schon sehr, wie gesagt, interessant zu dem, was wir bis jetzt schon gelesen haben, über das US-Militär. Ne? Und deswegen konnte ich mir jetzt mal nicht verkneifen, irgendwie mal diesen Panzer da mal einzubringen. Jörg, kannst du mal ein kleines Stück mit runter scrollen? Ja, weil ich weiß nicht, entweder, ich meine, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Psychologe, aber es gibt ja so Leute, die unter gewissen Wahrnehmungsstörungen leiden. Ne? Es gibt ja so Leute, die zum Beispiel so, ja, vielleicht auch so eine Essstörung haben, die gucken sich quasi im Spiegel an, halten sich total für dick. Dabei sind sie das gar nicht. Ne? Und ich weiß nicht, ob sich das US-Militär im Spiegel, wenn sie es anguckt, für ja sowas hält, als ein Blumenpanzer. Ich weiß es nicht, ne? Also müsste man mal einen Psychologen befragen. Vorne aus dem Lauf der Kanone kommen Friedenstorben. Ja, das wäre natürlich noch die Spitze, ja. Also das wäre natürlich noch, ja, da hättest du wirklich den Vogel abgeschossen, den Taubenvogel. Jedenfalls habe ich hier noch einen interessanten Artikel gefunden von einem Blog für Wissenschaft und Politik, Jörg, und den kannst du auch noch mal anlesen, mal kurz. 5. September 2022. Das US-Militär hatte gegen Ende 2021 kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem steigende Temperaturen konstatiert werden, die die Welt mit, Zitat, häufigeren, intensiveren und unvorhersehbaren extremen Wetterbedingungen, die durch den Klimawandel verursacht werden, Ende Zitat, umgestalten. Versäumte es aber, den Beitrag der eigenen militärischen Aktivitäten zum Klimawandel zu analysieren. Schon früher war dokumentiert worden, wie gefährlich die Beiträge des US-Militärs zum Klimawandel sind. In einem 2019 veröffentlichten Bericht, den man hier durch einen Klick einsehen kann, der Universitäten Durham und Lancaster wurde festgestellt, dass das US-Militär einer der größten Klimasünde der Geschichte ist, der mehr flüssige Brennstoffe verbraucht und mehr CO2 ausstößt als die meisten Länder. Mhm. Dieser ganze CO2-Ausstoß spielt doch in die Hände dieser Klimaaktivisten sowieso, der total Quatsch ist. Aber du, wie gesagt, brauchen wir nicht. Es ist bloß, wie gesagt, der Artikel, ne? Und das ist eben der Punkt, den wir nochmal festhalten. Also wir reden hier von einem Obersünder, ne? So, nochmal, der Obersünder, der Sünder trifft sich mit dem Ober-Obersünder im Vatikan. Egal. Jetzt nochmal ganz kurz zum nächsten Artikel. Auch nochmal kurz. Über den größten Umweltverschmutzer der Welt wird selten gesprochen. Er ist das Militär des US-Imperiums. Die gigantische Kriegsmaschinerie ist der weltweit größte Verbraucher von Erdölprodukten. Offiziell werden auf den weltweit 7000 Militärbasen, nach unserem Wissen haben die USA gerundet 1000 Militärbasen weltweit, täglich 320.000 Barrel Öl verbraucht. Sie verursacht die meisten sogenannten Treibhausgasemissionen und schleudert Tag für Tag megatonnenweise giftige Schadstoffe in die Umwelt. Doch ist das Pentagon von sämtlichen internationalen Klima- und Umweltabkommen pauschal ausgenommen. Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Ne? Sie können machen, was sie wollen. Also das hängt mit diesem Kyoto-Protokoll zusammen. Und das ist, wen das interessiert, kann da gerne noch weiter forschen. Das ist tatsächlich so. Das US-Militär spielt da überhaupt keine Rolle. Da gibt es sozusagen Ausnahmeregelungen. Und insofern verstehe ich jetzt dieses eingangs gezeigte Bild mit dem Antichristen-Papst Franziskus und diesem US-General immer weniger, ja? Weil wir hier offensichtlich den größten Umweltsünder der Welt gesehen haben, also stellvertretend für das US-Militär. Und wie kann das denn jetzt sein, dass sich diese beiden so vertraut ablichten lassen? Also Umweltschutz scheint es ja nicht zu sein. Also stellt sich die Frage, welche Interessen spielen da vielleicht noch eine Rolle, die man den armen, vor allem Katholiken, die sich haben täuschen lassen, eben dann vorenthält. Naja, und da, Jörg, ganz kurz zurück zu der ehemaligen oder aktuellen Mitgliedschaft von Mark Miley in diesem Jahr nur für Aktive, was aktiv bedeutet, also man muss sich für den Glauben aktiv einsetzen in seinem Stand, Kolumbusritter. Ne? Und aktiv einsetzen, das kennt ihr noch aus der ersten Lesung von uns, das sind die Fides Romana-Leute, die sich also zur Treue zu Rom verpflichten und zwar in jeder Position immer alles für Rom zu tun, egal in welcher Position sie sich befinden. Und das noch mal ganz kurz in Erinnerung. Ja, Kolumbusritter, kurzer Auszug. Du darfst wieder.
Kurzer Auszug ohne meinen Kommentar, ja? Oh, oder okay. Wie man so schön in Deutsch sagt, du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ne? Die Columbus-Ritter, oder Englisch eben Knights of Columbus, KOC, deswegen die Abkürzung da oben, KOC, sind weltweit eine der größten römisch-katholischen Laienvereinigungen für Männer. Die Vereinigung mit Sitz in New Haven, Connecticut, wurde im Jahre 1882 in den Vereinigten Staaten gegründet und ist nach dem Seefahrer und Entdecker Christoph Columbus benannt. Und hier beginnt mein Kommentar. Christoph Columbus war vielleicht ein Seefahrer, aber er war kein Entdecker. Wer glaubt, dass, wie man so schön im Englischen sagt, 1492, Columbus sailed the ocean blue, der Typ einfach mit drei schwer ausgerüsteten und schwer bezahlten Schiffen in See gestochen ist, um sozusagen einen anderen Seeweg nach Indien zu finden. Ja, der geht auch zu Ostern noch raus und sucht wirkliche Ostereier oder steht am Kamin am Heiligabend und wartet auf den Weihnachtsmann, dass er da runtergerutscht kommt. Christoph Kolumbus war kein Entdecker. Christoph Kolumbus hat den Befehl bekommen, nach Amerika zu gehen und dieses Land für den Papst zu erobern. Er war kein Seefahrer und Entdecker, er war ein Seefahrer und Eroberer. Ja? Und er hat sofort das Land dem Papst gewidmet. Lest mal die einschlägigen, wirklichen, geschichtlichen Berichte darüber. Warum hat er wohl eines der ersten Länder, an das er an Bord gegangen ist, San Salvador benannt, ne? Der Erlöser. Warum hieß sein Boot wohl die Santa Maria? Und so weiter und so weiter. Das Papsttum wusste um die neue Welt. Und das Papsttum wusste, dass es diese neue Welt vereinnahmen muss. Noch bevor wir überhaupt wussten, dass es das gibt. Und daraufhin ist der Seefahrer und Eroberer in See gestochen, ganz zielbewusst dorthin gefahren und hat diesen neuen entdeckten Kontinent dem Papst gewidmet. Und deswegen hat auch der Papst Ansprüche darauf gestellt, von Anfang an, und lässt sich den nicht von irgendwelchen Freimaurern wegnehmen, die meinen, dort eine Republik gründen zu können und den Papst aussperren zu können. Siehe Monroe-Doktrin. Wer sich da mit solchen Sachen mal beschäftigt. Das ist alles nur Theater, wie wir es in dieser Welt schon immer kennen. Christopher Columbus war kein Entdecker. Er war vielleicht Seefahrer, aber er war ganz sicher Eroberer und ein Massenmörder. Passt dann auch ganz gut in diese Sendung, wo wir am Anfang bereits von Völkermord gesprochen haben. Ja? Die Columbus-Ritter selber widmen sich den Werken der christlichen Nächstenliebe. Ja, gut, dass er das grün gemacht hat. Der katholischen Nächstenliebe. Und katholische Nächstenliebe ist genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel als christliche Nächstenliebe beschrieben wird. Der Einheit und Brüderlichkeit, das kennen wir doch aus Frankreich, ne? Egalité, Fraternité und Egalité. Und fühlen sich dem Patriotismus verpflichtet. Der Orden der Kolumbusritter arbeitet seit 100 Jahren mit dem Papsttum zusammen. Das Motto der Knights of Columbus ist, Amerika katholisch zu machen. Ja, vielen Dank. Es gibt hier eine Ansprache von dem Antichrist Johannes Paul II. Aus dem Jahr 2003. Was mehr oder weniger eine Grußbotschaft ist. Vielleicht, Jörg, kannst du das nochmal vorlesen, damit das so noch ein bisschen untermauert wird, weil zu dem anderen Skript haben wir heute jetzt erstmal keine Zeit. Da muss ich jetzt erstmal, das muss ich aufs nächste Mal vertagen. Liebe Freunde, gerne begrüße ich euch, die Mitglieder des Obersten Rates der Columbus-Ritter, anlässlich eures Treffens in Rom. Ich danke euch für eure Verbundenheit im Gebet und eure guten Wünsche, die ihr mit mir im Namen aller Ritter und ihrer Familien zum 25. Jahrestag meiner Wahl auf den Stuhl Petri übermittelt habt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich erneut meine tiefe Dankbarkeit bekunden für die treue Unterstützung, die euer Orden dem Sendungsauftrag der Kirche zukommen lässt. Zum Ausdruck gebracht wird diese Unterstützung vor allem durch den Vicarius Christi Funa, jenes Zeichen der Solidarität,
Pfund wird das wohl sein, ne? Ja. Ja. Jenes Zeichen der Solidarität der Kolumbusritter mit dem Nachfolger Petri und seiner Sorge um die Weltkirche. Sie ist aber auch erkennbar im täglichen Gebet, im aufopferungsvollen Willen und in der apostolischen Arbeit zahlreicher Ritter, Soldaten in ihren jeweiligen Ortsräten, ihren Pfarrgemeinden und Gemeinschaften. In Treue gegenüber der Vision von Pater Michael McGivney möget ihr auch weiterhin nach euren Wegen suchen, um zum Sauerteig des Evangeliums in der Welt und zur spirituellen Kraft für die Erneuerung der Kirche in Heiligkeit, Einheit und Wahrheit zu werden. Ja, Sauerteig hat man doch aussortiert. Da wollte man das doch nicht werden. Von welcher Bibel spricht der denn hier? Euch allen wie auch Rittern und ihren Familien erteile ich von Herzen meinen apostolischen Segen. Urbi et Orbi. Ja. Zum genau. Sauerteig des Evangeliums in der Welt zu werden. Also Sauerteig ist das, was man rausschmeißt. A little leaven spoils the whole lump, steht in der Bibel. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Also. Ja, sonst macht das doch keinen Spaß mit solchen Äußerungen, ne? Mal direkt aus der ersten Hand, aus der ersten Quelle, ne? Und dann habe ich jetzt mal weitergeguckt. Ihr habt jetzt hier aktuell 2021 einen neuen Kommandanten, ja, oder Kommandanten, einen neuen Leiter des Ritterordens. Und das ist dieser sogenannte, also dieser Patrick Kelly. Und der ist natürlich, Jörg hat es ja auch schon gesagt, ein Ritter. Also er ist Militärangehöriger gewesen und er diente hier in einer Abteilung für internationales Recht, kann man sagen, auch wieder im War College. Ne? Also der ist sozusagen da genau in seiner Amtsreihe. Und ja, die Frage ist natürlich jetzt offen, ist dieser Mark Miley jetzt immer noch Mitglied in diesem Ritterorden oder nicht? Fakt ist eins, dass sie beide immer noch sehr vertraut sind und dieser Ritterorden eben auch sehr, sehr wichtig war für den Papst, für den Vatikan, weil er seit Gründung dieses Fonds, von dem er jetzt hier gerade die Rede war, ist im Jahr, vom Jahr 1981 bis hier aus der Quelle 2017 insgesamt mehr als 57 Millionen Dollar in die Kassen des Vatikan geflossen sind. Ne? Das ist doch schon mal ganz ordentlich und da kann man sich immer als Jesuitenpapst auch schon mal ein bisschen bedanken. Ja? Und das hat er hier getan. Jürg, magst du es nochmal kurz vorlesen hier? Zitat des Jesuitenpapstes. Die Einrichtung des Vicarius Christi Fonds ist ein Zeugnis dieser Hingabe sowie des Wunsches der Ritter an der Fürsorge des Papstes für alle Kirchen und an seiner universellen Mission der Nächstenliebe teilzuhaben. Also, wenn man Papstsprache versteht, ist das ein unglaublich aussagevoller Satz. In unserer Welt, die von Spaltungen und Ungleichheiten geprägt ist, bietet das großzügige Engagement Ihres Ordens, allen Bedürftigen zu dienen, besonders jungen Menschen, eine wichtige Inspiration, um eine Globalisierung der Gleichgültigkeit zu überwinden und gemeinsam eine gerechtere und integrativere Gesellschaft aufzubauen. Aber, okay. Ja, ja. Wenn man nochmal zu dem Johannes Paul II ein Zitat da geht und der dann sagt, nach neuen Wegen suchen um Sauerteig des Evangeliums in der Welt. Vielleicht spricht er sogar Klartext und die Wahrheit, indem er dazu beitragen möchte, das Evangelium zu verfälschen oder madig zu machen. Du meinst, dass die mal die Wahrheit sprechen? Ja, weil die meisten Menschen verstehen das doch sowieso nicht. Die meisten Menschen lesen hier über den Sauerteig und haben keine Ahnung, was er meint. Nur wenn du die Bibel kennst, verstehst du, dass Sauerteig im Grunde das ist, was rausgeschmissen werden muss. Das, was vergiftet und nicht das, was heilt. Das heißt, sie können schon mal die Wahrheit da hier und da sagen, aber die Menschen verstehen es nicht. Ja. Genau. Ja, mir ist dann hier noch aufgefallen bei diesem Kolumbus-Ritterorden, dass es also hier vor allem, also es ist halt, wie gesagt, eine sogenannte Laienvereinigung. Laien heißt nicht, dass die Leute keine Ahnung haben oder unwissend sind, sondern dass es einfach keine Priester sind. Und analog, wie gesagt, zu diesen Fides-Romana-Verbänden bei uns in Deutschland, gerade nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Und da ist mir eben noch aufgefallen, dass dieser Patriotismus eben ja ganz groß geschrieben ist. Und da haben wir ja schon in unseren letzten Untersuchungen festgestellt, dass wir diesen Patriotismus mehr oder weniger auf jeder Seite finden. Ja, wir finden den jetzt nachweislich auf der US-amerikanischen Seite. Da gibt es halt im US-Militär unglaublich viele sogenannte Patrioten. Gleiches auch auf der ukrainischen Seite. Da gibt es auch unglaublich viele sogenannte Patrioten. Und wir finden es auch im russischen Militär. Da gibt es auch so unglaublich viele Patrioten. Ne? Also, in Deutschland soll es auch noch ein paar geben. Ne? Ah ja, genau. Und die sind ja auch ganz stolz darauf, dass sie so patriotisch sind und so viel für ihr Land tun. Ja, ja, gut, macht mal weiter so, ne? Ja, wie gesagt, zu Maximilian Krah und AfD sind wir noch lange nicht fertig. Ja, weil dort fühlen sich viele von diesen Patrioten heimisch. Und was sie da für ein, für jemanden hinterherrennen, das wird sich ja noch alles aufklären. Ne? Aber auf jeden Fall Patriotismus ganz wichtig. So, und dann habe ich hier nochmal über den Columbus-Ritterorden auf der deutschen Wikipedia nochmal einen Hinweis gefunden. Jörg, ja, den kannst du noch mal bitte anlesen. Ich wollte noch mal kurz einen Kommentar hier geben, bevor wir dann noch langsam zum Abschluss kommen. Und vor allen Dingen wollte ich dich ganz dringend bitten, nächstes Mal mit dieser Sendung und diesem Skript weiterzumachen, weil wir sind ja noch nicht durch und das muss zu Ende gearbeitet werden, was du hier angefangen hast. Ich habe hier gerade eben, wie ihr seht, in Blau, die Farbe ist jetzt egal, alle Kirchen angestrichen. Nochmal den Satz. Die Einrichtung des Vicarius Christi Fonds, und der Vicarius Christi ist ja der Papst, also sein Fonds, ist ein Zeugnis dieser Hingabe sowie des Wunsches der Ritter, also der Soldaten, die für den Papst kämpfen, an der Fürsorge des Papstes für alle Kirchen und an seiner universellen, also katholischen Mission der Nächstenliebe teilzuhaben. Alle Kirchen. Da darf man nicht eben mal so drüber lesen. Das ist ganz deutlich hier eine Aussage des Ökumenismus. Alle Kirchen, für die der Papst Fürsorge trägt. Welche Kirchen sind das? Das ist die römisch-katholische Kirche an erster Stelle. Und das sind die abgefallenen sogenannten protestantischen Kirchen, die unter dem Namen des Ökumenismus zurück unter die Fittiche der Mutterkirche, der römisch-katholischen Kirche zurückgekrochen sind. Wie die Methodisten in 2004 und die Lutheraner in 1999 mit ihrem gemeinsamen Vertrag zur gemeinsamen Glaubenserklärung erklärt haben. Alle anderen Kirchen auch. Und der ganze Ukraine-Kram geht hauptsächlich darum, die orthodoxe Kirche, die man schon vor über 100 Jahren probiert hat zu zerstören, entweder zu zerstören oder zurück nach Rom zu führen, weil es ist die Fürsorge des Papstes für alle Kirchen, dass seine eine Kirche, außerhalb der es nach seinem Verständnis keine Errettung gibt, die einzig wahre Kirche zu machen. Deswegen sage ich, solche Aussagen muss man immer lesen und analysieren in der Papstsprache. Dann bekommt man die wahre Botschaft mit, dahinter versteckt ist. Und ich könnte da noch weiter reingehen, aber wir sind ja zeitlich ein wenig limitiert. Ja, wir sind limitiert und das ist ja natürlich jetzt für mich ganz schrecklich, weil ich natürlich hier einen Bogen gezogen habe, den wir definitiv jetzt hier nicht mehr auflösen können. Ja, aber dann machen wir das nächste Woche. Dann zwingst du mich, aber das ist okay. Das ist ich zwinge dich zur Ruhe in deiner Untersuchung. Genau. Kein neues Skript. Und die Zuschauer hier sind meine Zeugen. Wir haben Lesung 67a, wir haben Lesung 67b, wir haben KFC of Papsttum und damit machen wir nächstes Mal weiter. Gerald, ich möchte dieses Versprechen hier dir öffentlich abnehmen, bevor wir die Sendung heute beschließen. Und der Spannungsbogen bleibt bis nächste Woche gespannt. Genau. Okay. Normalerweise, unter normalen Umständen, hätte ich gesagt, ihr zwickt mich zu etwas, was ich niemals einhalten kann. Aber hier ist die Einsicht tatsächlich jetzt groß und ich stelle mich dieser für mich sehr schweren Aufgabe, nicht weiter an diesem Skript zu arbeiten. Also versprochen, wir machen dort wirklich weiter. Ich werde es so lassen und es ist, wie gesagt, sehr spannend und ich denke, wie gesagt, die Zeit ist immer zu kurz, aber in dem Sinne will ich jetzt auch gar nicht zu weit noch ausschweifen, weil ich sehe gerade, dass die Zeit schon fortgeschritten ist und vor allem wir warten jetzt mit Spannung auf Marius
ja, Abschlusswort. Eben, ne? Marius, komm, jetzt endlich mal du, bitte. Ja. Naja, dann spanne ich den Bogen wieder zum Anfang zurück. Aber die Fortsetzung von Gerald bleibt aufgespannt. Und am Anfang in dem Vorwort erwähnte Jörg da die Futurismuslehre, die da auch eine Rolle spielt, um die Menschen zu verwirren. Und ich spreche einfach mal zum Schluss meistens oder in der letzten Zeit immer ein Bibelzitat, dass ich vielleicht denke, dass es einigermaßen zur Sendung oder zu der Serie passt. Jetzt die Zitate, die ich bringe, die sind verbunden mit etwas. Und zwar mit einer Geschichte, die ich kürzlich so erlebt habe bei einer Diskussion. Und das Zitat wird für die Kenner des Kanals Juggler 66 ein abgedroschenes Zitat sein. Aber es ist wie alles in der Bibel wichtig. Und nochmal, ich bringe diesen aus zwei Gründen. Einmal hatte ich kürzlich eine Diskussion über einen offenen Kanal auf Telegram, auf dem eine Behauptung von Erzbischof Vigano, der Globalismus sei die satanische Vorbereitung auf den Aufstieg des Antichristen. Wie sich der Zuhörer dieses Kanals denken können, zielte meine Reaktion darauf auf den Beweis, dass der Antichrist bereits am Werk ist und nicht irgendwie zukünftig kommt, was halt da dieser Futurismus besagt. Und was uns auch zum zweiten Grund... Am 14. Januar 2018... Okay. Und was ja, Entschuldigung, auch, ich war am Suchen hier nach dem richtigen Dinge, weil das sind die Bilder, die ich einblenden sollte während deiner Erklärung. Okay. Ne? Die zwei, die hier kommen. Ich erinnere mich, ich habe da vorher schon was gepostet, was aus der Unterhaltung da auf Telegram stammt. Ja, das wäre jetzt das Passende, was da in Bezug auf den Erzbischof Vigano ist. Und ja, dann habe ich natürlich... konnten wollen, das ist der eine Grund. Der andere Grund des Zitats ist auch, könnte man sagen, der zweite Grund ist auch der Gegenstand dieser Reihe der modernen Kriege. Denn wir wissen, wer diese Kriege alle orchestriert. Der Antichrist, der jetzt, nicht in der Zukunft, am Werken ist. Und als Beleg führte ich... bei dieser Unterhaltung auf Telegram den Thessaloniker Kapitel 2, Vers 7 auf. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, wer jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt noch zurückhält, erst auf dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Also kann man dazu sich ein paar Fragen stellen, bezogen auf die Zeit der Apostels natürlich. Was hält noch seine Offenbarung zu deren Zeit der Apostel auf? Wieso können die Apostel nur darüber sprechen und nicht in Briefen schreiben? Was passiert mit der Apostelgemeinde, wenn ein Schriftstück geöffnet wird, in dem steht, dass der noch Regierende aus dem Weg sein muss? Wann wird er geoffenbart werden? 1000? 2000, 3000 Jahre später, ja, regierte der damalige Herrscher immer noch nach 1000, 2000, 3000 Jahren nach den Aposteln immer noch? Das sollte man sich wirklich bei Betrachtung dieses Bibelzitates vor Augen führen und stellen. Vollständigkeitshalber hole ich nochmal zurück und mache es ein bisschen vollständiger, diesen Zitat. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst auf dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzerren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und alle Verführung und Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.
Ja, im weiteren Verlauf der Korrespondenz, als ich die Bibel erneut zitieren wollte, also dass etwas aus dem wirklichen Waffenarsenal unseres Gottes, also nicht der Säbel und irgendwelche Bomben, sondern das Wort Gottes, passierte etwas Unschönes. Sobald ich es posten wollte, verschwand das Geschriebene ohne Erklärung. Zack, Enter gedrückt, plupp, war es weg. Zunächst dachte ich, der Text sei zu lang irgendwie für diesen Posting, aber normalerweise bekommt man das angezeigt, so und so viel maximal an Zeichen. Ich teilte es aber trotzdem erstmal in zwei Stücke und wieder das Gleiche. Dann dachte ich schon, ich werde schon ausgesperrt von der Diskussion oder so, und dann habe ich mal irgendwie ganz kurz was gepostet und es ging. Und ein Verdacht kam mir auf und ich beschränkte das Gesendete fast nur auf Bibelzitat und versuchte es mehrmals, ohne Erfolg. Das heißt, es sah so aus, als wirklich da irgendwo so ein Bot oder irgendein Filteraktion auslöst oder so. Unfassbar. Ich konnte den Bibelzitat nicht posten, zack, war es weg. Ja, dann habe ich mich halt verabschiedet von diesem Kanal, von diesen Diskussionen da. Naja, so ist es halt mit weltlichen Sachen. Und ich ändere jetzt mit dem Zitat, den ich da nicht absenden konnte in diesem Forum. Deshalb ende ich mit diesem Zitat jetzt diese Lesung. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr... Moment, das ist irgendwie hier... Falsch kopiert, Verzeihung, das ist live. Das, ich kann es dir eben aus der Übersetzung von mir aus der König James besorgen, wenn du möchtest. Das ist Epheser 6. Das ist Epheser 6, 10 bis 18, ja. Geh mal eben runter, ich habe das hier. Ich habe das jetzt ja auch hier online, aber wenn du eine bessere Übersetzung hast. Ja, ich habe das hier aus der König James übersetzt. Warte mal, Epheser kommt hier vorne gleich. Moment, mal eben. Ein paar Seiten hochgehen. Ah, ja. Thessalonica, wo habe ich denn hier Epheser? Wenn nicht schon auf Telegram, denn wenigstens hier. Über diesen Kanal sollte diese Bibelzitat rausgehen in die Welt. Soll ich es kurz vorlesen? Weil das ist ja das, was du sagen wolltest, ne? Ja, ich wollte möchtest du es selbst vorlesen? Kannst du es selbst lesen? Das ist mir, also jetzt, es ging ja um diese ehrliche, diese wahre Waffenrüstung Gottes. Das kannst du ruhig zitieren. Ich sage dann schon Maranatha und du kannst so gut vorlesen, dann hast du das letzte Wort. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht. Zieht den ganzen Harnisch Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels bestehen könnt. Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Dunkelheit dieser Welt, gegen geistige Bosheiten in hohen Lüften. Darum nehmt den ganzen Harnisch Gottes, damit ihr am bösen Tag standhalten könnt und alles getan habt, um auszuhalten. Stehet darum, ihr habt eure Lenden mit Wahrheit umgürtet, und tragt die Brustplatte der Gerechtigkeit und eure Füße beschlagen mit der Zubereitung des Evangeliums des Friedens. Vor allem nehmt das Schild des Glaubens, womit ihr in der Lage sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen zu löschen. Und nehmt den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. Betet immer mit allem Gebet und flehet im Geiste und wache mit aller Beharrlichkeit und plädiert für alle Heiligen. Im Namen von Gerald und Marius und mir, bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.